Hallo zusammen, hier ist wieder heute Land, heute wieder für euch in Dragonflights unterwegs. Und zwar wollen wir heute wieder so ein kleines Waste-Video aufnehmen. Und dazu will ich wieder das ein oder andere Gold raushauen. Ich habe mir schon auch ein bisschen was überlegt. Und anfangen werden wir mit ein paar von diesen, Anführungszeichen, neuen Rezepten, die man über Naxxramas bekommen kann. Und da habe ich schon ordentlich gegammelt, vielleicht habt ihr das ein oder andere von meinen Opening-Videos gesehen. Und die letzten paar Rezepte, die mir jetzt noch fehlen, die will ich nicht mehr gammeln, weil die Wahrscheinlichkeit, dass ich genau die kriege, immer geringer wird, umso weniger Rezepte ich brauche. Dementsprechend kaufen wir uns die einmal im Auktionshaus. Und da habe ich mir schon ein bisschen was rausgesucht. Und zwar können wir hier einmal reinschauen, Naxxramas. Und ja, ihr seht hier von diesem Item, wo es 33 Rezepte gibt, brauche ich noch 3 Stück. Und die 3, die holen wir uns jetzt schon mal im Auktionshaus. Und zwar das erste hier ist relativ günstig. Das kostet nur knappe 9000 Gold, so rum. Dann das zweite kostet 25k. Also das ist so im mittleren Preissegment, das kaufen wir uns auch. Und das letzte, das ist halt ziemlich teuer, das kostet 100k, da habe ich mir jetzt gerade schon überlegt, wie mache ich es hinher. Aber dann habe ich alle von den Rezepten fertig und scheiß drauf, das kaufen wir uns auch. So, dann haben wir jetzt die schon mal. Und dann wird mir noch ein anderes fehlen. Und zwar, wo ist das? Das ist einmal, glaube ich, in den Außenbereichen drin, das ist von dem anderen Händler. Das Problem ist, dass das aktuell nicht drin ist, ne? Also das gibt es leider nicht. Heißt, das können wir uns leider nicht kaufen. Und da müssen wir dann gucken. Und natürlich werden wir uns auch noch die Sachen alle herstellen, also das T-Mog, was daraus ist. Und dafür muss ich jetzt dann mal ein bisschen Mats noch einkaufen, beziehungsweise, ja, müssen wir mal schauen, dass ich dann auch die Chars noch durchlogge, weil teilweise sind auch die Rezepte von anderen Chars gelernt mit anderen Berufen. Und ja, da müssen wir ein bisschen gucken. Also da schicken wir jetzt mal meinen Juve-Char rüber. Und dann tragen wir schon mal ein, was wir ausgegeben haben. 134k für Rezepte, wenn wir es aufrunden. 34, ups. Das war dann doch eine Stelle zu viel. 1, irgendwas Millionen, ne. Also das haben wir schon mal drin. Und dann würde ich sagen, kaufe ich mal ein paar Materialien zusammen. Müssen wir mal gucken. Ich habe auch noch ein paar andere Rezepte quasi neu bekommen, weil ich ja vorhin, wie gesagt, ein bisschen gegambelt habe. Und dementsprechend müsste da noch das andere, ein oder andere sein, was ich quasi jetzt hier craften kann. Ja, so teuer dürften die Materialien, denke ich mir, nicht sein. Was habe ich hier noch verlernt? Achso, das sind die diesen T3-Upgrade-Teile, ne? Das ist dann noch ein anderes Projekt. Das muss ich dann auch nochmal in Angriff nehmen. Gut, jetzt würde ich sagen, kaufen wir erstmal Materialien und dann schauen wir gleich wieder rein. So, udala, ich habe jetzt schon mal ein paar Mats geshoppt, das hat jetzt ein bisschen gedauert, seht ihr, das war jetzt einiges an Stuff. Und ja, jetzt würde ich sagen, wir craften mal ein bisschen was. Habe mich jetzt auch schon nach Naxxramas reinbegeben, denn als Schmied muss man hier immer in dieser komischen Frostschmiede rumhantieren. Und ja, da bin ich jetzt gleich schon mal vorsorglich hingegangen. Jetzt craften wir mal die paar Items. Also, als allererstes brauche ich einen Kettenhelm. Kann ich natürlich dann selber nicht lernen, da müssen wir dann auf meinen Twink vertrauen. Den muss ich schon mal wegschicken. Dann haben wir noch einen Kettenhelm. Der kriegt dann auch einmal der Schami. Und dann haben wir als letztes noch einmal Lederschuhe. Schau mal, die sind richtig viel wert immer aktuell. Ich werde dann später auch nochmal die alle craften für das Auktionshaus. Vielleicht verkaufe ich was. Aber die Schuhe können wir gleich schon mal lernen. Haben wir schon mal das erste weg. Gut, das können wir verkaufen dann. Das packen wir mal hier runter. Das kann auch verkauft werden. Okay. Okay, dann müsste jetzt auf jeden Fall schon mal Lederer soweit fertig sein. Dann gucken wir jetzt bei Schmied, da war wesentlich mehr. Seht ihr, da sind einige von diesen alten Rezepten. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal oben an. Wahrscheinlich habe ich wieder irgendwo zu wenig Mats. Oh, wir können mal die Sachen auch noch angucken, ne? Wenn wir es jetzt schon schauen. Also so schauen die Stiefel aus. Ist jetzt nichts Besonderes. Die Sachen. Das, man konnte das, man konnte doch irgendwie auch so runter. Tatsächlich ziemlich scheiße aus, muss ich ehrlich sagen. Aber es muss nicht schön ausschauen, es muss nur selten sein. Ah, okay, das sieht genauso komisch aus. Naja, gut. Solange ich es einmal fürs T-Mog habe, ne, dann passt das. Das sieht sogar gar nicht so schlecht aus, das Schild.
Aber das kann ich auch nicht lernen. Das müssen wir dann am besten in Worry oder so schicken. Super, da habe ich schon mal zu wenig Mats gekauft. Perfekt. So viel dazu. Hier ein Streitkolben. Boah, ist okay. Ziemlich wuchtig. So mag ich's. Den können wir auch gleich schon mal lernen. Runter. Dann, was haben wir als nächstes? Hier können wir Handgelenke bauen. Gut, Handgelenke, die machen meistens nichts her, ne? Also, da verspreche ich mir jetzt nicht viel. Gut, die siehst du halt hier nicht mal. Dann, was haben wir als nächstes? Hier haben wir noch ein Schild. Ist das ein Mund? Okay, das sieht ein bisschen weird aus. Gut, dann, was haben wir noch so, was wir craften können? Hier haben wir eine Axt. Hier Beil, okay. Dann haben wir hier noch ein Schild. Eine Schildhand, also das können anscheinend auch Caster dann tragen, oder? Dann, was haben wir noch? Wir haben hier noch ein Schild. Also ein Schilden können wir uns zuschmeißen, so wie es aussieht. Ja, ist okay, würde ich sagen. Dann haben wir einen Dolch. Dann dürfen wir oben das eine Item nicht vergessen. Da muss ich dann nochmal ein paar Mats kaufen gehen. Okay, also den Dolch können wir jetzt auch angucken. Ja, ziemlich basic, würde ich sagen. Also ist jetzt nichts Besonderes. Das lernen wir auch noch. Gekauft werden. Und dann haben wir hier noch ein Schwert. Das schauen wir einmal an. Auch das ist ja ein ziemlich kurzes Schwert. Gut, das kann dann auch auf meinen Worry oder so kann ich das schicken. Und dann hatten wir ja das eine Item hier, den Gürtel. Da muss ich jetzt nochmal raus, ein paar Mats kaufen, dass wir den auch noch craften können. So viel haben wir jetzt ehrlich gesagt gar nicht ausgegeben für die Mats. Ich dachte tatsächlich, dass es mehr ist. So, Udala, ich war gerade nochmal draußen Mats kaufen. Da muss man immer ein bisschen rumfliegen, ne, wegen Postkasten und so. Aber das sollte jetzt hoffentlich reichen. Wo haben wir den Schuh? Da haben wir den Gürtel. Das waren jetzt nochmal 4k mehr, was das gekostet hat, ne? Ich habe ja vorher 134k ausgegeben. Ich habe mir die Differenz mal ausgerechnet. Das sind 87k. Haben wir jetzt quasi schon mal hier für die Materialien ausgegeben. Moment, die 4k muss man noch draufrechnen. Also 87 geht eigentlich. Ich dachte, das ist tatsächlich mehr. Ich werde mir jetzt dann nachher noch die Sachen alle 2 oder 3 Mal herstellen. Und dann ins Aha hauen. Aber das hat ja dann nichts mit dem Waste-Video zu tun, sondern das sind dann Investitionen. Mal gucken, ob es klappt oder nicht. Ne, ob ich die Sachen verkaufe. Das ist immer so ein bisschen eine tricky Angelegenheit, würde ich sagen. So, dala. Ich bin jetzt auf meinen Shami umgelockt und habe schon mal die 2 Teile hier gelernt, die wir uns vorher rübergeschickt haben. Und noch ein paar Rezepte. Hier quasi aus dem alten Bereich. Und habe mir auch schon mal die Mats gekauft. Da können wir jetzt ein bisschen was craften. Ihr seht, das ist nicht sonderlich viel. Oh, ihr seht es, glaube ich. Ah ja, da ist jetzt das Ding drüber. Das sind insgesamt 4 Rezepte. Und ich habe mir jetzt mal Mats gekauft, dass ich es alles 3-mal herstellen kann. Dann können wir nämlich 1 verkaufen. Oh, ne, 2 verkaufen, 1 herstellen. Aber wir rechnen jetzt nur die Kosten quasi an für die Items, die ich dementsprechend dann auch selber lerne. Ne? Die anderen, die sind dann nochmal extra. Aber dann machen wir das gleich in einem Aufwasch. Also, was wir jetzt als erstes haben, ist hier eine Schildhand. Die kann ich auch mit dem Shami direkt lernen. Wir gucken mal an, wie sie aussieht. Das Teil, oder? Das andere hatte ich schon an. Ah, spektakulär, ehrlich gesagt. Dann können wir die gleich mal anlegen. Weg. Dann haben wir noch eine Schildhand. Sieht aus. Ist auch nicht sonderlich spektakulär. Ist ein bisschen knochenmäßig, okay. Dann, was haben wir noch? Dann haben wir quasi noch eine Schildhand, okay. Kann man machen, würde ich sagen. Nehmen wir sie mal an. Ah ne, wenn ich craft, kann ich sie nicht anlegen. Grip. Die Herstellkosten sind eigentlich alle relativ niedrig. Also da musst du nicht sonderlich viel zahlen. So, die können wir auch wegpacken. Und dann haben wir hier noch so eine Brille. Die kostet so gut wie gar nichts.
Aber die habe ich schon, ne? Also so sieht die aus. Ah. Oh. Mal gucken, vielleicht verkauft sich die noch, ne? Insgesamt habe ich jetzt quasi, um jedes Item einmal herzustellen, dementsprechend 15.000 Kosten gehabt. Also jetzt nicht sonderlich viel. Das packen wir jetzt dann oben drauf zu den 87, die wir hatten. Dann sind wir bei 102 Mattkosten haben wir aktuell. Also noch sind wir relativ günstig dabei. Aber ich habe ja noch ein paar Craft-Chars. So, Dollar, dann sind wir auf dem Worry. Hier habe ich jetzt die ganzen Items, die wir vorhin rüber geschickt haben. Komm, die lernen wir jetzt gleich mal. Drei. Vier. Ist gerade eine Stufe zu Höhe für den Zauber. Okay, weird. So, also muss ich bloß gucken, dass ich mein richtiges Gear wieder anziehe, ne? Nicht, dass wir das versehentlich verkaufen. Nicht, als ob mir das schon passiert wäre, hust, hust. War mal mit irgendeinem, Transmog-Item damals im Mythic Raid gewesen beim Endboss. Hab den getankt, dachte mir, warum so wenig Leben? Aber wenn man den Boss, glaube ich, so gekillt hat, glaube ich, ein oder zwei Low-Transmog-Teile an. Hab's dann im Fight gemerkt, war ein bisschen peinlich. Naja. Okay, das haben wir. Dann, oder jetzt schau ich nochmal sicherheitsweise. Ich habe, glaube ich, gerade mein Speed-Gear an, ne? Hab noch meinen vollen Speed, also ich denke mal, nee, da haben wir nichts rausgehauen. Gut, also wir haben einmal den T-Mog gelernt und jetzt müssten wir aber mit Inji auch noch ein, zwei alte Sachen haben. Jetzt schaue ich mal. Uralte Pläne, ja, genau, das ist das eine, was ich noch, was leider nicht immer habe, aber da müsste noch was anderes da sein. Das Teil hier, das Gewehr. Das können wir uns jetzt auch wieder dreimal bauen. Da kaufen wir uns gleich die Mats raus. Und einmal können wir es quasi dann selber lernen. Das rechnen wir dann auch wieder an. Die anderen versuchen wir mal an den Mann zu bringen. Oder an die Frau, je nachdem. Mal gucken. Schön ist das. Dieses Zielrohr brauchen wir noch. Na gut, es geht eigentlich vom Preis. Dann haben wir hier noch diesen instabilen Auslöser. Also theoretisch kann ich mit dem Inji das Zeug jetzt auch selber zusammencraften, aber das ist jetzt alles in dem Preisniveau, wo ich sage, ja, das selber zu craften, das rentiert sich da nicht wirklich. Das ist schon ein bisschen teurer. Aber gut, komm, scheiß drauf. So. Wenn ihr etwas Exotisches findet, bringt dann schauen wir es doch mir. Was hat das jetzt gekostet? 7.500. Und davon ein Drittel ist jetzt nicht sonderlich viel. Ah, ich brauche einen Amboss. Schau mal an. Schau mal an. Okay, wo haben wir den Amboss? Da drin. Unten habe ich noch diese ganzen Goblin-Sachen. Ne? Man kann ja leider nur, wenn dann Goblin-Inji oder Gnomen-Inji sein. Ich habe mit einem anderen Char quasi dann die ganzen Goblin-Sachen. Das Einzige, was mir wirklich noch fehlt, ist dann das hier. Aber, naja, das wird wahrscheinlich die nächsten Tage mal drin sein. Wenn ich es mir dann kaufen kann, vielleicht kommt es dann auch noch in das Video mit rein. Mal gucken, dann werdet ihr es ja sehen. Gut, das haben wir gelernt. Die anderen beiden kommen dann zu meinem Druid rüber. Gucken, ob wir die verkauft kriegen. Wahrscheinlich liegen die ein halbes Jahr quasi im Auktionshaus rum. Mal schauen. Gut, dann loggen wir weiter zum nächsten. So, dala, dann bin ich jetzt auf meinen Inschriftenkunde-Char. Hier habe ich auch schon ein bisschen eingekauft. Knappe 60.000 mal ausgegeben. Und da crafte ich jetzt auch noch ein bisschen was. Gut, die 60.000, die waren jetzt, ne, für teilweise, dass ich die Items auch dreimal herstelle. Also von dem her ist das jetzt nicht so wild tatsächlich. Gut, als allererstes haben wir hier einen Stab. Den können wir uns mal angucken. Der sieht tatsächlich ganz cool aus für so ein Uralt-Ding. Tatsächlich dreht sich so ein bisschen. Okay, den können wir jetzt schon mal einmal lernen. Weg, was haben wir hier? Das können wir herstellen, das habe ich schon gelernt. Was haben wir da? Eine Schildhand. Wir können uns das aber trotzdem mal anschauen. Das war, glaube ich, aus Zygurup ein Item. Das hier. Naja. Ich dachte mir, die crafte ich auch mal zum Verkaufen. Ne? Mal schauen. Dann haben wir hier noch eine Schildhand. Ah, die habe ich schon mal wohl gesehen. Definitiv. Kommt mir bekannt vor. Okay, was haben wir da noch? Da haben wir nochmal einen Stab aus ZG. Den brauche ich nicht lernen.
Exalt, dass das aus uralt Expansions ist, ne? Hat ziemlich lowe Texturen, aber hat irgendwo was tatsächlich. Das ist einer, den ich glaube ich noch lernen muss. Ja, das ist ein neuer. Okay, der sieht halt mal aus wie der Stab, den Moss Elvin kriegt, ne? Also absolut basic. Dann haben wir hier nochmal was aus ZG. Ah, doch, den kennt man, den Stab. Ich glaube, Druid hatten den immer früher. Und das letzte, was wir haben, ist dann nochmal ein Stab. Okay, das ist so dieser klassische Magierstab, ne? Und den müsste ich dann auch noch einmal lernen. Und dann haben wir es soweit wieder. Gut, die 20.000 trage ich noch mit ein und dann würde ich sagen, gehen wir auf den nächsten. So, da beim Schneider können wir es eigentlich relativ kurz machen. Da habe ich nur tatsächlich diese Handgelenke, ne, die ich noch gebraucht habe. Gut, die sieht man jetzt eh hier nicht unterm T-Mock und ausziehen will ich mich jetzt eher ungern. Heißt, die können wir lernen. Dann habe ich hier nochmal nachgecraftet für mein anderes Zeug, was ich im Hafer verkaufen will. Aber das hat mich zum Herstellen 4.000 gekostet. Also das war jetzt nicht der Rede wert tatsächlich. Sprich, als Zwischenergebnis sind wir jetzt quasi bei den Rezepten einmal 134.000 gezahlt und für die Mats jetzt 109.000. Also wie gesagt, das ist nur mal die einmalige Herstellung, wenn ich das T-Mock noch gebraucht habe. Diese ganzen anderen Beträge, ne, fürs ins Haar stellen, das ist da nicht dabei, sonst wäre es halt wesentlich mehr. Und ja, jetzt haben wir ausgegeben eine 250.000 in etwa, ne? Aber ich denke mal, da kommt noch ein bisschen was oben drauf. Dann habe ich mal weiter gelockt hier auf Antonidas. Und zwar habe ich hier noch was Schickes gefunden. Wir haben hier einmal den Bergbau-Schlaghammer eines Kobolds für 45.000. Also schon ein bisschen was. Aber das ist ein removedes Item, was mir fehlt. Damals anscheinend aus Elwin. Und ich würde sagen, das kaufen wir jetzt einmal und lernen das gleich. Und dann können wir das auch noch in die Liste eintragen. Also, da haben wir den schicken Hammer. Warte mal, schlägen wir ihn einmal an. Dann können wir ihn auch angucken. Beziehungsweise ziehen wir ihn einmal, ob der was hermacht, wahrscheinlich nicht. Ja gut, das ist wirklich so der letzte Standardkolben, aber fürs Aussehen haben wir ihn uns nicht gekauft, sondern dafür, dass wir den einmal in der Sammlung haben. Und dann können wir den auch schnell in die Liste eintragen. Also hier haben wir den, 45. Und dann muss ich mal gucken, T-Mock-Sets. Ich habe jetzt hier das schon mal rausgesucht. Ihr seht, das hier sind die paar Items, also quasi die weißen, die removed sind. Und hier oben habe ich noch die weißen, die non-removed sind, die ich noch brauche. Also es sind nicht mehr so viele und den können wir jetzt quasi auch rausschmeißen. Und dann sind wir jetzt bei einem Zwischenstand von 2,88 Millionen und ja. Oder nee, nicht 288.000, so rum. Millionen sind wir noch nicht. Da müssen wir noch ein bisschen was kaufen und ja, mal gucken, was noch so dazu kommt. Udala, das nächste, was wir einmal rauswasten wollen, ist jetzt ein bisschen größerer Betrag. Und zwar, ja, ich habe jetzt die Rezepte geholt, die Mats für die ganzen Items soweit, aber was jetzt natürlich noch fehlt, ist das T3-Gedöns. Ein paar Rezepte fehlen mir ja noch, ne? Unter anderem die hier, die kann man aber leider erst kaufen, wenn man die Heldentat hat, dass man ein volles T3-Set hat. Dementsprechend habe ich mich da jetzt als nächstes mal rangehockt. Ich habe schon selber ein paar Marken noch gefahren, beziehungsweise gegambelt. Vielleicht habt ihr das in meinen Opening-Videos gesehen. Ich habe mir jetzt nämlich die Handschuhe, den Gürtel und einmal das Brust-Token geholt. Ihr seht, die sind mehrere hunderttausend Gold, sind die wert. Dafür habe ich nichts gezahlt. Ne? Also ich war jetzt nicht so wahnsinnig und habe mir für 600.000 oder hier für 700.000 das, die Items geholt. Die habe ich mir selber hier zusammengegammelt. Aber auch, selbst wenn wir uns die selber farmen, kommt da noch einiges an Gold zusammen. Und das werden wir uns jetzt gleich mal angucken. Als allererstes haben wir jetzt diese Grund-Items, ne? Die ich mir jetzt quasi ja hier mit diesen Marken zusammengegammelt habe und ich habe da einige rausgehauen für. Wenn, wie gesagt, wenn ihr es genau sehen wollt, schaut in die Opening-Videos rein, da zeige ich es. Und die werden wir jetzt nehmen und müssen die upgraden. Und zwar, wenn man diese Rezepte schon erlernt hat, kann man ja das Upgrade-Item dementsprechend craften. Das habe ich mir jetzt craften lassen von einem, der halt die Rezepte schon freigeschalten hat. Und zwar mit diesen Teilen. Zusätzlich habe ich mir jetzt auch schon mal rechtschaffene Kugeln geholt. Die brauchen wir nämlich gleich für den nächsten Upgrade-Schritt. Für diese drei Teile habe ich plus die Kugeln und ich glaube, ich habe für jedes 2000 Gold quasi Herstellgebühr,
dem Hersteller quasi gezahlt. Ne, ich durfte es mir aussuchen. Ich dachte mir, komm, 2000 Gold, gut. Schwamm drauf, also 6k habe ich dafür gezahlt. Für die Kugeln auch nochmal 4k. Heißt, für die Materialien der Items habe ich pro 1 etwa 10.000 gezahlt. Ne? 3x 10, 6k Gebühr. Plus, die haben etwa auch nochmal 4k gekostet. Sind wir bei 40k für den ganzen Gruß zusammen. Und jetzt können wir quasi das Teil nehmen oder auch nicht und haben hier wieder einen Bug, warte mal, ich muss das kurz mal reloggen. Also wir können jetzt quasi, sobald wir gereloggt haben, diese Upgrade-Items anscheinend benutzen auf unsere Grundtokens. Und wenn wir das gemacht haben, dann haben wir quasi die Stufe 2 von 3, um quasi das T3-Teil rauszukriegen. Und die dritte Stufe davon, das ist das, wo wir jetzt richtig Gold rauslatzen werden. Da müssen wir nämlich bei dem Händler eine Materialie kaufen und die können wir dann zusammen mit den Kugeln benutzen, um das Teil auf Stufe 3 zu bringen, also auf die fertige Stufe, um dementsprechend damit dann unser T3-Teil zu haben. Und jetzt ist es so, dass diese Materialie relativ viel Gold kostet. Ihr müsst pro dieser Tokens, glaube ich, 2000 Gold ausgeben und man braucht teilweise einige von denen. Also bei dem einen Teil brauche ich 210, also muss alleine für die Händler-Mats für einen Teil 400.000 Gold raushauen. Also da wird es teuer, deswegen meinte ich, ja. Gut, also jetzt werden wir erstmal dieses Teil nehmen und das hier drauf anwenden und dann schauen wir uns das Ganze mal an. Also erstmal den Gürtel. Seht ihr, da haben wir den Gürtel, dann die Hände. Und dann tun wir jetzt auch noch die Brust umwandeln. Seht, jetzt ist es quasi ein Item, was wir benutzen können, ne? Und das ist auch noch, das ist jetzt Blizzard-Account gebunden, also das können wir jetzt auf Twink schicken. Jetzt habe ich das quasi umgewandelt ins Leder-Item, also wir können es jetzt mit Druid oder mit dem Schurken benutzen, ne? Anscheinend habe ich mit dem Schurken schon mal die Hände gekauft, interesting. Kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern. Ah, doch, da habe ich mal gedacht, ah, das ist ein Leder-Item, kaufe ich mir die Hände, und dann waren es die Schurkenhände und nicht die vom Druid. die waren, glaube ich, nicht so teuer, aber es war trotzdem ärgerlich, ne? Aber naja. Gut, also jetzt steht hier immer dran, 10 rechtschaffene Kugeln und dann brauchen wir jetzt hier für die Brust 210 von der Materialie hier. Also das sind 420k, dann hier 140, das sind dann 280.000 Gold und hier 70, ne, also 140.000 Gold. Ich habe aber schon ein paar. 35 habe ich schon. Und irgendwo habe ich mir das jetzt mal ausgerechnet. Oder warte mal, ich rechne es lieber nochmal nach. Also wir brauchen 210 plus dann 140 plus dann nochmal 70 sind 420. Minus die 35, die ich bereits besitze, haben wir 385 Teile brauche ich noch. Kann man die jetzt nicht im Bulk kaufen? Ah, doch. 385. Und das müssten dann 700 irgendwas K sein. Das machen wir jetzt mal. Das haben wir jetzt ausgegeben. 770.000. Uff, tut das weh. Aber damit müssten wir die jetzt umwandeln können. Und dann auch unser T3 zusammen haben. Da wackelt sogar der Bildschirm. Also, das erste Item haben wir schon mal. Ach, schau mal, das ist sogar eine relativ coole Animation. Nummer 2. Und Nummer 3. Und damit haben wir das Achievement auch fertig. Bevor wir jetzt die Rezepte und so alles gucken, würde ich sagen, tragen wir es gleich mal ein. Also es waren jetzt quasi 770k plus die 40k von vorhin, die wir für die Upgrade-Items gezahlt haben, zusammen 810.000. Vielleicht lassen wir das Q da raus, keine Ahnung, warum das jetzt da reinkam. Und das war T3, hat das quasi, Q3 Items waren das jetzt. Seht ihr, selbst wenn ich die Base-Piece-Teile selber farm, für 3 Items jetzt 810k ausgegeben, ist natürlich schabig. Juti, aussehen tun die Sachen jetzt nicht sonderlich krass. Ich habe es jetzt eigentlich nur gemacht, um das Set voll zu kriegen. Warte mal, wir können uns auch das volle Set angucken, da seht ihr es. Und ja, jetzt kann ich noch der Vollständigkeit halber die Rezepte kaufen. Jetzt müsste ich halt hier einmal das Achievement haben. Dementsprechend können wir jetzt 1... Ich bin jetzt gerade am Schauen. Ach ja, genau, ich kann mir 3 kaufen, weil ich Schmied und Lederer habe, ne?
Lederer hat ja sowohl Kette als auch Ledergier. Wunderbar. Und dann kann ich eigentlich noch hergehen und mit meinem Schneider quasi jetzt auch das Teil kaufen. Aber das mache ich dann nachher. Gut, mit dem kleinen Waste-Video sind wir dann tatsächlich durch. Insgesamt haben wir jetzt ausgegeben, scrollen wir mal einen Ticken runter, 1.098.000, also fast 1,1 Millionen. Das meiste war jetzt tatsächlich T3, beziehungsweise auch einiges von dem anderen Nax-Zeug. Und ja, damit sind wir durch mit dem kleinen Video. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart. Euer Tela, bis zum nächsten Video. Ciao.